Moin und herzlich willkommen zum lang angekündigten und lang erwarteten Guide zum Thema Ausrüstung und Klassen in 6.0 und folgend. Ja, es hat ein bisschen gedauert, technische Probleme haben wir auch noch ein bisschen dazwischen gefunkt. Jetzt ist es endlich soweit. Ich veröffentliche mit diesem Video einen Guide, in den ich mittlerweile über anderthalb Monate reingesteckt habe. Und nicht nur ich, sondern auch viele andere Leute, die hier mitgearbeitet haben. Und ich würde sagen, damit können wir jetzt guter Dinge in diese erste Stufe hier reinstarten. Das Ding ist genauso wie beim Credit Guide. Wir werden da definitiv noch viel dran arbeiten. Und alles, was hier drin steht, was eigentlich mehr eine Wissensdatenbank ist zum Thema Ausrüstung und Klassenguide, alles das wird aktuell gehalten. Also alles, was in Zukunft verändert wird, wird auch hier eben drin verändert und angepasst, sodass das, was hier drin steht, möglichst immer aktuell gehalten wird. Wir gehen das ganze Ding jetzt einmal durch. Ihr könnt auch direkt unten auf den Link klicken in der Videobeschreibung, dann kommt ihr direkt hier rein. Ihr seht allerdings an der unteren Seite des Bildschirms jetzt gerade, ich kann da mit dem Mauszeiger drüber gehen, hier sind doch einige Seiten, wir jetzt durchgehen. Entweder lest euch hier diese Frontseite komplett durch, dass ihr wisst, was wo ist und welche Hinweise zu beachten sind. Dafür ist diese Frontseite nämlich gedacht. Oder ihr schaut euch dieses Video an, denn hier erkläre ich euch, wie das Ding zu lesen ist. Wie das Ding funktioniert und was ihr daraus ziehen könnt und wie man damit umgeht. Direkt vorneweg, hier steht haufenweise Text drin, solltet ihr Rechtschreibfehler finden, könnt ihr behalten. Ich habe auch schon bei 3 oder 4 Mal durchlesen selber Dutzende gefunden, es geht einfach nicht ohne. Das heißt, wenn ihr welche findet, schön ist es. Wir gehen das Ganze einmal durch, das heißt ganz fix, Frontseite, Main heißt das hier unten links. Diese Datenbank dient der Hilfestellung zum Thema Ausrüstung in Star Wars The Old Republic. Über viele Jahre der Entwicklung hinweg hat sich die Art und Weise, wie die Spieler und Spielerinnen ihre Ausrüstung sammeln, mehrfach grundlegend verändert. Auch die idealen Ausrüstungswerte wurden mehrfach neu aufgestellt. Und um einen aktuellen Sachstand für alle Interessierten zu erstellen, ist diese Datenbank hier von mir mit Unterstützung meiner Gilde Lath & Coffin vom Server Tula Court und auch noch vielen weiteren Helfern, dazu in den Quellen mehr, erstellt worden. Und wie gesagt, es gibt diverse Quellen, die viel auf Englisch sind. Und da habe ich auch schon wieder einen Rechtschreibfehler gefunden. Wir haben das Ganze übersetzt, haben es optisch aufgewertet, grafisch aufgewertet und das Ganze mal schön zusammengetragen, dass man daraus aus den vielen Quellen sozusagen eins gemacht und das Ganze eben für die deutsche Community zur Verfügung zu stellen. Wir wollen das aktuell halten, das heißt, wenn in zukünftigen Updates irgendwelche Änderungen an den Klassen gemacht werden, an Set-Boni, an taktischen Items, da kommen wir alles zu. Das Ganze wird hier auch aktualisiert. Ja, dafür ist der Changelog da, kommen wir auch zu, schauen wir uns wie gesagt alles an. Hier ist der Link nochmal zu diesem Video, das heißt, solltet ihr in diesem Guide dann drin sein und wollt nochmal ein Video nachschauen, wie was funktioniert, da wird der Videolink dann entsprechend drinstehen. Das Video nehme ich gerade erst auf, deswegen gibt es den Link dazu logischerweise noch nicht. Die Nutzerhinweise, es ist sinnvoll, sich mal hier über diese Tabelle einen Überblick zu schaffen, weil hier sind sozusagen alle Tabellenblätter an sich aufgelistet, mit dem Inhalt zusammen und mit eventuellen Hinweisen, sollte man vielleicht mal gelesen haben. Und dann gibt es hier farbig markiert nochmal einen Hinweis. Und zwar gibt es seit 6.0 einen sogenannten Char-Planer. Und da hat man die Möglichkeit, sozusagen im Vorhinein zu schauen, funktioniert das, was ich da an Ausrüstung habe oder was müsste ich verbessern. Und dafür gibt es hier einen Link. Ich habe das Ganze auch hier schon mal aufgemacht. So sieht das Ganze dann aus. Ist eine Seite, ist leider auf Englisch, aber nichtsdestotrotz lässt sich das ganz gut damit arbeiten. Hier können wir erstmal auswählen Imperium oder Republik. Wir nehmen jetzt einfach mal die imperiale Seite und hier oben links können wir auswählen, okay, wir wollen jetzt einfach mal Scharfschütze sein und wir wollen Virulence, also sprich Giftigkeit spielen. So, wir haben hier einen Stim, den wir auswählen können, zum Beispiel einen Präzisionsstim hier, der gelbe. Wir können auch die alten Stims noch auswählen, die sind hier ebenfalls mit drin. Und wenn wir hier die Sachen auswählen, dann seht ihr schon hier in der Mitte die Werte, die verändern sich, ne? Und das ist sozusagen der Sinn und Zweck der Sache, dass ihr die Möglichkeit habt, dann hier einzelne Sachen zusammenzubauen. Zum Beispiel nehmt ihr jetzt hier diese Armschienen und sagt, aber den Mod, da würde ich ganz gerne diese Modifikation haben. Und natürlich kann man da Ganze dann auch hier mit Aufwertungen versehen und entsprechend dann sich sozusagen sein Gear hier zusammenbauen. Und dann kann man mal schauen, unten rechts steht ein Hinweis. Und hier steht jetzt in gelb, your accuracy, also deine Präzision ist unter dem empfohlenen Level von 110%. Und wenn wir hier reinschauen, tatsächlich, wir sind bei 109. Also sollten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Präzision mitnehmen. So kann man sozusagen sein eigenes Gear hier mal reinbauen, mal schauen, was sagt einem der denn als Tipp? Ja, gerade für die Tanks ist es vielleicht ganz interessant, also wenn wir hier mal auf einen Attentäter gehen, der dann in der Darkness-Skillung, da steht denn hier, oh,
Präzision als Tank. Ja, du hast eine Tank-Disziplin ausgewählt, aber in deinen also in deiner Ausrüstung hast du Präzision drin. Das ist absolut Schwachsinn. Mach das nicht. Nimm lieber Schild, Absorb und Defense, Ausdauer. Dann sagt er hier auch, zu wenig Verteidigung. Also es sollte lieber ein bisschen mehr Verteidigung sein. Gut, und dann gibt es hier ein Invalid, also unzulässige Waffe, weil hier jetzt noch das die richtige das Scharfschützendeckelgewehr drin war. Und wenn wir hier den Kristall auswählen, zack, dann ist der Fehler weg. Und auch einen Set-Bonus haben wir hier noch im falschen ausgewählt. Nehmen wir einfach mal den. Aber das mit der Verteidigung bleibt. Das heißt, Präzision sollten wir vielleicht nicht bauen. Eine wunderbare Möglichkeit, das Ganze auszuprobieren, zu sagen, was ist denn vielleicht noch falsch, was kann man vielleicht besser machen. Und damit hat man eben die Möglichkeit, ohne dass man in-game jetzt alle 530.000 Mods sammeln muss, wir sehen gleich noch, wie viele das sind, kann man das Ganze hier einfach mal durchtesten und schauen, was denn so der Ideal wäre. Und wie der Ideal dann auch aussieht, das finden wir hier. Und zwar auf theoretischer Ebene. Dafür haben wir hier einige Blätter. Main ist klar, Changelog, Änderungen und Updates stehen da drin. Denke ich mal, ist auch klar, was das zu bedeuten heißt. In Q sind die Quellen hinterlegt. Schauen wir auch gleich, wie gesagt, überall mal drüber. Abkürzungen und Fachbegriffe sind hier drin, weil ich habe festgestellt, so aus den Guides herausgezogen, irgendwie tauchen immer wieder Wortfetzen, Worte, Abkürzungen etc. aus, die auch teilweise im Spiel dann in den Chats zu lesen sind. Da habe ich mir gedacht, warum nicht einfach gleich in die Datenbank mit reinknallen, so eine Liste an Abkürzungen und Fachbegriffen, die irgendwo mal auftauchen. Kann nicht schaden, kann man mal nachgucken. Die meisten kennen es sicherlich. In der Liste Farm ist eine Zusammenfassung der Möglichkeiten, Ausrüstung zu sammeln. Schauen wir auch drüber. Set, alle Set-Boni, die wir im Spiel haben. TI, Tactical Items, aus dem Englischen abgeleitet, sind eben alle Taktikgegenstände. Und da gibt es hier eben entsprechend noch Hinweise zu, dass die blau markierten Wörter eben für die Republik gültig sind und die rot markierten entsprechend fürs Imperium. Das ist also dann ein bisschen einfacher gemacht. Auch steht hierbei, um die Zusammenführung der Beschreibungen der Taktikgegenstände zu vereinfachen, sind satzbauliche Veränderungen vorgenommen worden. Die Aussage der Effekte ist nicht verändert worden. Das heißt, ab und zu mal sind Worte von links nach rechts gerutscht, damit es einfach schöner klingt. Amplifier, Verstärker. Und die haben wir hier auch mit eingefasst. Bei Mods sind alle Modifikationen drin, alle Armierungen, alle Hefte, alle Läufe, alle Verbesserungen, alles. Schauen wir rein, ist eine ziemlich lange Liste. Auch hier wieder so grob eine Markierung, blau für Tanks, rot für DDs und Heiler, wobei das definitiv nicht zwingend ist. Und es sind nur die 306er Modifikationen drin. Also auch hier wieder der Hinweis, wir haben hier definitiv nicht alles, sondern wirklich nur das, was ganz am Ende eventuell wichtig werden könnte drin. Implant und Ohr ist, denke ich mal, relativ klar. Implantate und Ohrstücke. BioWare hat es relativ einfach gemacht. Die Implantate heißen alle bla 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 Gerät und die Ohrstücke bla bla bla, die Implantate bla 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 Paket und die Ohrstücke bla 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 Gerät. Das heißt, der einzige Unterschied zwischen Implantat und Ohrstück ist, ob es jetzt Paket oder Gerät heißt. Gerät kommt ins Ohr, Paket ins Implantat, fertig. Werte sind gleich, werden wir sehen, das macht eigentlich keinen Unterschied. Deswegen aber, das ist hier nochmal erklärt, nicht, dass einer sagt, hey, wir fehlen aber die Implantate. Alles das Gleiche, heißt bloß anders. Relikte, Augments, also Aufwertungen, sind ebenfalls hier mit drin, nur des höchsten Grades, das sind die 74er Lilanen. Und dann haben wir hier die Zielwertung, Zusammenfassung der idealen Sollwerte für Tertiärwerte, Präzision und Schnelligkeit. Kommen wir nochmal drauf, das sind eigentlich so die wichtigsten Werte, Präzision und Schnelligkeit. Alle anderen kann man eigentlich nach und nach erst dann hinzufügen. Präzision und Schnelligkeit, Präzision für die DDs, Schnelligkeit für DDs und Heiler. So eigentlich das Zentrum, um das wir hier spielen. Und deswegen ist das nochmal separat gemacht, gerade weil das viele leider immer noch falsch machen, kommen wir dann auch nochmal zu. Und dann gibt es hier die Klassen-Quick-Guides, wo eben zeilenweise für alle Klassen und Disziplinen aufgeschrieben ist, was man denn für Set-Boni, taktische Items, Verstärker, Idealwerte für Ausrüstung etc. mitnehmen sollte. Und der Hinweis zum aktuellen Zeitpunkt, sind keine Fähigkeitsrotationen dargestellt, das kommt in einer späteren Version. Ihr seht hier unten 8 freie Felder. Für 8 Klassen, denke ich mal, relativ klar, was hier reinkommt. Die einzelnen Guides dann wirklich zur Rotation, zu Fähigkeiten. Wie spielt man was, wo, das kommt dann nochmal separat. Das dauert allerdings noch ein bisschen, weil das ist nochmal deutlich mehr Aufwand, als wir es jetzt hier schon an Aufwand reingesteckt haben. Ganz unten, so wie beim Credit Guide auch, Unterstützung. Diese Datenbank wird eben weiterentwickelt, immer aktuell gehalten. Möglichst richtige Aussagen sollen natürlich drinstehen und dementsprechend wollen wir Wissen von vielen Spielern zusammentragen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit dabei zu helfen und da könnt ihr einfach hier auf diesen Link klicken.
Dann kriegt ihr eine Google-Form vorgesetzt. Das heißt, sprich ein Feedback-Formular, da könnt ihr einen Namen reinschreiben, schreiben einfach mal Test rein, ihr wählt eine Fraktion aus. Das geht darum, dass wir euch anschreiben können, falls wir Rückfragen haben. Ne? Also falls irgendwas unklar ist oder sowas, können wir euch darüber eben entsprechend erreichen. Und dann könnt ihr auswählen, wollt ihr zur Ausrüstung, zur Klassenguide oder allgemeines Feedback geben, was kann man verbessern, zum Beispiel zum Klassenguide. Und dann führt euch im Endeffekt dieses Formular so nach und nach dadurch. Wir kriegen das zugeschickt und können dann entsprechend was damit anfangen. Als Kontakt habt ihr hier unten meine Geschäftsmail-Adresse, die steht auch auf meinem YouTube-Kanal, kennt ihr wahrscheinlich, theodorloy@gmail.com, und auch unser Discord-Server ist dafür erweitert worden, da könnt ihr also auch drauf vorbeischauen, für Feedback, für Updates, für sonst irgendwas. Das Ganze ist powered by Laugh & Coffin, das ist, wie gesagt, meine Gilde. Hier unten steht der SW-Tor-Patch, 6.1a ready, das heißt, das Ding ist fertig und nutzbar für den Patch 6.1a, was der aktuellste Patch ist. Sollte das Ready hier hinten fehlen, dann ist das noch nicht so ganz fertig dafür. Dann basteln wir, wie gesagt, noch dran. Und der aktuelle Release von diesem Dokument ist eben entsprechend jetzt 1.0 als Release-Version. Gestern habe ich das letzte Mal dran gearbeitet. Und am 3.3. wird es entsprechend veröffentlicht. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir einfach mal durch. Changelog, hier sehen wir im Endeffekt, was sich verändert hat. Sollte also ein neues Update kommen und sich Veränderungen irgendwie in Richtung Klassenfähigkeiten, Set-Boni oder sowas auftun, könnt ihr hier reinschauen, ob das schon integriert ist oder nicht. Steht dann entsprechend drin. Hier oben zum Beispiel Update-Set-Boni, taktische Items auf 6.1. Das war eine relativ große Sache hier zum 13.2. Da haben wir das Ganze ein bisschen überarbeitet. Wie gesagt, da könnt ihr das Ganze nachschauen. Die Quellen, denke ich mal, auch relativ klar, muss man nicht viel zu sagen. Hier stehen alle möglichen Links mit drin. Allgemeine Infos und Updates mmobits.com von der guten Xamxam, einer Content Creatorin. Sotorista, denke ich mal, werden die meisten kennen. Vulk ist auch ein Name, der durchaus bekannt ist. Da kann man auf jeden Fall immer vorbeischauen, falls man irgendwas sucht zum Spiel. Das Ganze ist natürlich viel auf Englisch hier. Aber wenn man was sucht, dann findet man das eigentlich im Normalfall. Duldvi auch, ist allerdings relativ inaktiv in letzter Zeit, also seit fast einem Jahr jetzt mittlerweile. Dementsprechend habe ich sie jetzt erstmal hier nicht gelistet. Vielleicht kommt das in Zukunft nochmal mit rein oder ich schiebe sie einfach noch mit dazwischen. Da sind auch haufenweise Guides hinterlegt. Charplanner ist hier oben auch nochmal mit drin. Gearing Guide von MMOBits, Amplifier Guide ebenfalls von Xamxam. Verschiedenste Sachen hier, ich denke mal hier zum Beispiel Gear-Item Level 306 von Smarty. Smarty, durchaus ein bekannter Name, der hat ja auch für 5.x die ganzen Sachen gemacht damals. Dann hier unten zum Thema Tanken, wie tanken wir, wie funktioniert der Tank, wie funktioniert Verteidigung etc. Ein sehr interessanter Reddit-Thread, kann man durchaus mal reingucken, wenn man daran Interesse hat. Und eine Stat-Übersicht 6.0, die kam mir tatsächlich am 1.3. erst unter, weil mir YouTube diesen Kommentar tatsächlich unterschlagen hat, weil da ein Link drin stand. Und dieser Link, der hier, den hat YouTube als Gefahr gemeldet und hat ihn deswegen für mich blockiert. Was ich jetzt uncool fand, weil das ist eine Quelle, mit der hätte ich wunderbar arbeiten können. Jetzt hatte ich mir die Werte von sonst woher geholt. Gut, war das jetzt nochmal eine sehr interessante Möglichkeit zu vergleichen. Und wie gesagt, diese Liste wird auch immer aktuell gehalten. Schaut einfach mal da vorbei. Steht im Endeffekt viel von dem drin, was hier jetzt bei uns auch drin steht. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Oder ein paar abweichende Sachen. Schaut mal vorbei, wie das da aufgebaut ist. Gut, Abkürzung Fachbegriffe. Das ist eine Sache, wo vielleicht der ein oder andere länger mal reingucken wird. Das ist eine relativ lange Liste. Das ist unterteilt in drei farbliche Abschnitte, sage ich mal. Hier oben in einem Grau gehalten, die Klassen und Rollen. Da geht es dann darum, was ist denn ein DD, was ist denn ein SDD, ein Melee, ein Range etc. Das Ganze ist hier immer für jeden einzelnen Abschnitt alphabetisch geordnet. Und dann haben wir das Ganze hier für Fähigkeiten und Ausrüstung. Also DPS, DOT und HOT, das sind Begriffe, die irgendwie immer mal auftauchen. Der eine oder andere weiß vielleicht nicht, was es ist. Auch hier solche Sachen wie Sport, Massensport. Ne? Was hat das mit der Präzision auf sich? Was hat das mit TPS, mit Verteidigung auf sich, etc.? Kann man mal reinschauen. Flashpoints, Operationen, etc. sind hier auch nochmal hinterlegt. Das heißt, was heißt denn SM, NIM, Master Mode? Was ist das eigentlich? Ne? Loot, Enrage. Ne? Was ist dann eigentlich ein Boss? Was ist denn Schadensstopp? Wenn dann irgendeiner im TS jetzt sagt, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich? Gut, sagt der Name eigentlich, aber warum macht man das? Könnte zum Beispiel sein, weil eben ein Phasenwechsel verzögert werden soll. Was ist ein Phasenwechsel, kannst du auch nachgucken. Das heißt, hier steht einiges drin, zu vielen Themen, und falls euch da irgendwas fehlt, ne, schreibt so einfach ins Feedback rein, sagt uns Bescheid, dann fügen wir es einfach noch hinzu, wenn ihr zu irgendwas eine Frage habt. Einfach mal anmerken. Gut, kommen wir zum Thema Farm.
Ausrüstung sammeln 6.0, wie geht das? Ich gehe einfach mal davon aus, jetzt, dass mittlerweile so ziemlich jeder einen Charakter haben wird, der auf 306 ist. Und wer das noch nicht hat, der wird ungefähr wissen, wie er da hinkommt. Das Ganze ist hier nochmal sehr allgemein dargestellt, wie Gearing in 6.0 funktioniert. Grundsätzlich ist das ja ein bisschen abgeändert worden. Hier unten steht es auch nochmal, spiel was du willst. Das ist das Motto des neuen Ausrüstungssystems. Das funktioniert im Großen und Ganzen auch, wenn es allerdings darum geht, möglichst schnell an das Maximallevel an Ausrüstung zu kommen, dann gilt nicht spiel was du willst, sondern spiel Gruppenaktivitäten, spiel Flashpoints, spiel Operationen. Da kriegst du wesentlich mehr raus, als wenn du wöchentliche oder tägliche Missionen spielst. Das heißt, spiel was du willst, ja, aber auch nein. Das sollte relativ klar sein. Hier oben werden im Endeffekt alle Sachen nochmal erklärt. Was ist das Item-Rating? Was ist der Gegenstandswert? Woran orientiert sich überhaupt die Ausrüstung? Ja, die orientiert sich eben am Gegenstandswert und an der ausgewählten Disziplin. Das heißt, wenn wir eine andere Disziplin auswählen, bekommen wir anderen Loot, andere Beute. Wenn unser Item-Rating steigt, unser Gegenstandswert, dann wird sich auch entsprechend unsere Beute, alle Gegenstände, die wir bekommen, daran anpassen. Und da ist hier auch nochmal schön farbig unterlegt. 274 ist grün bis 274, ab 276 ist blau, ab 286 lila, ab 300 ist dann golden. Wenn man da eben auch den Überblick hat und man weiß, okay, golden, das heißt, ich bin jetzt schon relativ weit hoch. Horizontaler, vertikaler Fortschritt. Der horizontale, dass man eben aufsteigt, der Gear-Wert, der Gegenstandswert, der eben nach oben geht, von 270 auf 71 auf 72. Der Gegenstandswert kann im Charakterfenster nachgeschaut werden, da steht oben links unterhalb des Spielerlevels. Und da gibt es, wie gesagt, einmal den horizontalen, wo sich dieser Wert immer vergrößert. Der geht horizontal nach oben, er wird immer mehr im Normalfall. Dann kommt der vertikale Fortschritt, wo wir eben, das ist der vertikale, ne? Einen vertikalen Fortschritt. Das geht immer nach oben, die Zahlen steigen im Normalfall. Und dann kommt der horizontale Fortschritt, wo man auf demselben Gegenstandswert bleibt, 306, allerdings die einzelnen Modifikationen und Ohrstücke zum Beispiel ersetzt, um noch ein bisschen mehr rauszuholen. Das Ganze ist dann horizontal. Wir erhöhen nicht mehr unseren Gegenstandswert, sondern bleiben auf einer Ebene, verbessern uns aber dennoch, was Schadensoutput zum Beispiel. Dann ist ja erklärt, was sind taktische Gegenstände? Was ist denn ein Set-Bonus? Was sind denn überhaupt die Tech-Fragmente? Was machen wir damit? Was ist Dekonstruktion? Was ist dieses Beuteregel? Ich denke mal, vieles davon ist bekannt. Dann hier links gesagt, Quellen. Wo kommen wir an solche Sachen ran? Daily Gebiet auf Onderon zum Beispiel, Oberung, Flashpoints, PvP, Operation, Herstellung, Crafting zum Beispiel auch. Das Ruhm-System, Ausrüstungshändler für Tech-Fragmente, Kai Saiken und Takana und Nito sind hier eben entsprechend mit erwähnt. Und dann sind hier unten einfach mal die Strategien aufgestellt, wie man das Ganze machen sollte. Für den ersten Charakter gilt halt, Werte ignorieren, es zählt nur der Gegenstandswert. Wir wollen schnellstmöglich 306 erreichen und wenn wir mit 306 erreicht haben, dann können wir mit dem horizontalen Fortschritt beginnen und dementsprechend unsere Ausrüstung optimieren, ja, die richtigen Werte zum Beispiel einbauen. Da brauchen wir auch die Tech-Fragmente, um uns Set-Boni zu kaufen, um uns taktische Gegenstände zu kaufen. Und für die weiteren Charaktere empfiehlt es sich halt, ein Level oder ein Rüstungsset zu erstellen, das man auf allen Klassen tragen kann und sobald der Charakter auf 75 ist, kann er sofort 306er Rüstungsset tragen und kriegt damit auch sofort 306er Ausrüstung. Und das ist eigentlich so der Sinn und Zweck des Ganzen, denn alle Ausrüstung in 6.0, und das steht ganz oben, ist vermächtnisgebunden. Ganz einfach. Alles ist vermächtnisgebunden, wir können alles hin und her. Und dann steht ja auch drin, Setboni zum Beispiel sind wesentlich mehr geworden innerhalb von 6.0 und die Taktikgegenstände oder taktische Gegenstände sind auch überhaupt erstmal dazugekommen. Was ja auch eine ganz neue Sache ist. Und damit sind wir hier im Endeffekt in diesem lilanen Bereich, die drei wichtigen Sachen, Setboni, taktische Gegenstände und Amplifier, Verstärker. Schauen wir doch mal in die Setbonis rein. Das ist wieder eine richtig lange Liste, das sind ein paar hundert, naja, ein paar Dutzend Zeilen, ich glaube 100, 110 sind. Okay. Was ist hier jetzt aufgelistet? Naja, allgemein und dann hier die Klassen, blau ist immer Republik, rotes Imperium und immer die beiden Zugehörigen hintereinander. Das heißt, Ritter und Krieger gehören natürlich irgendwie zusammen. Und dann ist entsprechend der Name des Set-Bonus hier hinterlegt, der Zweier-Bonus, der Vierer-Bonus, der Sechser-Bonus und die Quelle, wo wir das Ganze herkriegen, wenn wir es dann haben wollen. Haben wir hier zum Beispiel für den Ritter hier die perfekte Form. Ne? Gibt uns 2% Beherrschung, der Vierer-Bonus gibt uns Hieb- und Klingenwirbel, verursacht 5% mehr Schaden. Dann haben wir noch einen schönen Sechser-Bonus und die Quelle eben erhöhte Chancen in Ausrüstungskisten. Jetzt steht hier ab und zu mal hier zum Beispiel Herstellung durch Synth-Fertigung. Und dann steht in Klammern beim Technik-Fragmente-Händler nicht verfügbar.
Denn wir können unsere Sets für Tech-Fragmente kaufen. Allerdings nicht alle. Wie zum Beispiel die, die es bei Duxung gibt. Können wir nicht kaufen. Die gibt es selten bei Seiken, Kai Seiken. Aber auch nicht immer. Das heißt, alles andere, wo dieser Hinweis nicht dran steht, das können wir kaufen. Und müssen es nicht aus den Kisten ziehen. Wo der Hinweis dran steht, da gilt entsprechend, entweder ihr habt Glück mit den Kisten oder nicht. Ja, und dann ist hier alles aufgelistet. Botschafter, Inquisitor, Schmuggler, Imperialer Agent, Soldat und Kopfgeldjäger bis unten, ganz unten runter. Und damit ist hier im Endeffekt eine Datenbank über alle Setboni, die wir aktuell hier drin haben. Und das ist wie gesagt auch upgedatet oder aktuell gehalten, dementsprechend für 6.1. Nächstes Blatt, TI, Taktikgegenstände. Und erneut eine relativ lange Liste, die sieht allerdings ein bisschen anders aus. Wir haben relativ viel Rot und Blau hier drin. Ja, ich habe überlegt, schreibst du das genauso wie bei den Z-Boni jeweils zweimal auf? Weil der einzige Unterschied bei dem hier zum Beispiel ist Prädation oder Transzendenz. So, das heißt, hier steht Marodeur, Wächter, Marodeur in Rot gehalten, Rot wie das Imperium, Wächter, Blau gehalten, Blau wie die Republik. Das heißt, wenn wir diesen Satz hier zum Beispiel lesen, dann ist alles, was blau geschrieben ist, für uns gültig. Die Aktivierung von Transzendenz beendet die Abklingzeit von Machttarnung. Machttarnung ist auf beiden Seiten gleich, deswegen ist es einfach hier orange markiert, da muss man sich nicht drum kümmern. Sind wir Marodeur, die Aktivierung von Prädation, dann können wir das Blaue streichen, wir sind Marodeur, für uns gilt Rot. Hinten wieder die Quelle angegeben, vorne der Name und dann ist das Ganze hier für Marodeur und Wächter. Ihr seht das, für alle drei Disziplinen gibt es diese, für Blutbadkampf gibt es diese, für Vernichtung Wachmann diese, für Raserei diese. Dann kommt ein dicker schwarzer Strich und dann kommt hier der nächste Abschnitt, Hüter und Juggernaut. So sind hier alle taktischen Items hinterlegt. Und diese Listen, die nehmen dazu auch am Ende hier bei den Klassen-Quick-Guides entsprechend als Auswahlmöglichkeit für mich sozusagen zu gelten. Sollte sich nämlich etwas verändern, sollte Bayer sagen, ja, dieses taktische Item, das zerstören wir jetzt, das machen wir kaputt. Dem nehmen wir statt zum Beispiel 30%, geben wir dem jetzt nur noch 1%, na, dann wird es keiner mehr nehmen, so ungefähr. Ne? Das heißt, dann kann ich eben relativ schnell dort hinten das taktische Item rausnehmen, anderes reinsetzen und dann passt das. Ja. Das Ganze ist wie gesagt klassenweise gemacht für die erweiterten Klassen, also Scharfschütze und Saboteur sind hier getrennt, genauso wie Schurke und Revolverheld. Und entsprechend dann hier wirklich immer darauf achten, bin ich gerade für den Scharfschützen interessiert oder bin ich für den Revolverhelden interessiert. Für den Scharfschützen wäre das hier eben entsprechend Feuerstoß, erneuert Verhörsonde und verursacht bei jedem Treffer Schaden. Elektrifizierte Railgun verursacht 25% mehr, 75% mehr Schaden. So, damit ist relativ klar, Schockladung zum Beispiel, da wirst du dich beim Scharfschützen zu Tode suchen, weil das Ding wirst du nicht finden. Dementsprechend also wirklich darauf achten, will ich Imperium oder will ich Republik gerade. Dabei kann es auch passieren, dass einige Sachen ein bisschen vertauscht wurden. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das hier unten finde. Hier zum Beispiel, hier ist das, denke ich mal. Hier steht dann hierhin bei der Flammenstreuung zum Beispiel bis zu 5-mal stapelbar und wird von sengende Welle bei 5 Stapeln verbraucht. In solchen Sachen steht dann im Original teilweise und wird von 5 sengende Welle stapeln. Also da ist sozusagen hier dann direkt das Stapeln dahinter. Naja, da habe ich das umgeschrieben, dass ich geschrieben habe, wird von sengende Welle bei 5 Stapeln verbraucht. Damit ich das sozusagen hier trennen kann und nicht 2-mal Stapel reinschreibe. Macht nämlich keinen Sinn. Das heißt, ein bisschen was ist verändert worden, aber die Aussage dahinter ist gleich geblieben. Das geht einfach bloß darum, dass es schöner zu lesen ist und dass es für beide Seiten gleich gut zu lesen ist. Hier ganz oben haben wir allgemeine Setboni, allgemeine taktische Gegenstände, die sind relativ klar, denke ich mal. Die kann man überall tragen. Punkt, fertig, aus. Taktikgegenstände. Eine weitere relativ lange Liste, dann kommt die Amplifier, was ebenfalls eine ziemlich große Liste ist, hält sich aber im Vergleich zu dem anderen dann doch in Grenzen. Die Amplifier, die Verstärker, werden in drei Gruppen unterteilt. Da gibt es einmal die Verstärker, die sich auf Rüstungen befinden, auf Relikten, Ohrstücken und Implantaten. Dann gibt es die Verstärker, die auf den Armierungen, auf den Läufen, auf den Heften und auf nicht modifizierbaren Rüstungen sind. Also auf denen, wo wir keine Modifikationen und Armierungen und sowas austauschen können. Und dann gibt es die Modifikationen und Verbesserungen. Und es gibt unterschiedliche Verstärker in jeder Gruppe. Das heißt, wenn man jetzt perfektionieren will irgendwas, dann lohnt es sich natürlich für die Rüstung zum Beispiel diesen Verstärker zu nehmen. Hier weiß ich zum Beispiel hier die Flashpoint-Belohnung
oder findig. Ja, findig vielleicht nicht, das ist fürs Sammeln ganz gut. Ja, aber Operationsbelohnung oder PvP-Belohnung, je nachdem, was man gerade macht. Oder hier für die Armierung nimmt man dann vielleicht den Alpha-Schlag, um bei Betreten des Kampfes 10 Sekunden lang mehr Schaden zu machen. Oder die Auralresistenz, um Schaden von Bereichsangriffen zu reduzieren. Und für Modifikationen und Verbesserungen nimmt man dann entsprechend zum Beispiel sowas wie die Präsenz hier, dass die Kampfeffektivität des Gefährten erhöht wird. Gut, klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig, gerade wenn man im Mehrspielerbereich unterwegs ist. Aber was dann vielleicht sein kann, hier ist Stim-Langlebigkeit, erhöht die Dauer von Stims. Kann man überlegen. Das sind also hier die ganze Liste und wir empfehlen natürlich auch, welche Verstärker man mitnehmen sollte. Dabei geht es hauptsächlich um diese Verstärker hier. Das sind eigentlich auch die wichtigsten, weil da ist sowas wie Waffenkompetenz bei. Da ist sowas wie Machtempfänglichkeit bei, Rüstungsdurchschlag. Allein wenn man Rüstungsdurchschlag hört, denkt man sich ja schon, jawohl, Kraft, gib ihm. Deswegen sind das natürlich die wichtigen Sachen und hier hinten steht immer der Maximalwert. Das heißt, das ist sozusagen die goldene Version des Verstärkers und es gibt dann die lilane, die blaue und die grüne Version, die wesentlich weniger Prozente gibt. Das ist das Maximum, was man rausholen kann. Wenn ihr das kriegt, setzt euch glücklich. Wenn nicht, naja, müsst ihr nochmal würfeln. Das ist leider so. Aber ich sag mal, Verstärker sind sowieso so eine Sache, die braucht man jetzt nicht unbedingt überall. Erst wenn man wirklich Richtung Nightmare Albtraum gehen möchte, Duxun HC und demnächst auch Nightmare zum Beispiel, da sollte man dann sowas haben, weil da zählt dann irgendwann jedes Quäntchen an Schaden, was man raus kann. Hier ist allerdings immer nur eine Sache, bedenkt das, die andere Sache ist immer Rotation und die eigene Performance und da zählt dann zum Teil auch die LAN-Verbindung, also sprich eure Internetverbindung mit rein, weil mit einem 3000er Ping ist Nightmare laufen ein bisschen anstrengend, sagen wir es so. Gut, wir kommen in den dunkellilanen Bereich hier unten rein. Modifikationen, Mods. Das ist eine Liste, die ist jetzt doch etwas länger. Denn hier sind alle Modifikationen abgebildet. Hier haben wir also alle Armierungen, Hefte und Läufe. Hier steht jetzt immer nur Armierung drin. Ne? Aber wenn wir die Armierung durch Lauf ersetzen, also überragender Lauf der Vielseitigkeit, die Werte hier hinten, die stimmen immer noch. Das heißt, egal ob hier jetzt Lauf, Heft oder Armierung steht, Werte stimmen. Also eine R20 ist eine R20 ist eine R20, egal ob Laufheft oder Armierung. Hier steht für DDs und Heiler. Und hier unten steht für Tanks. Die Farbgebung ist wichtig, weil diese Armierungen, Läufe und Hefte sind rot innerhalb des Spiels und diese hier, die Resistiven, die sind blau. Das heißt aber nicht, dass ihr das unbedingt für die Tanks nehmen müsst. Das ist eine grundlegende Sache, dass die hier für DDs und Heiler gedacht sind und die hier für Tanks. Was ihr nachher verbaut, ist eure Sache. Weil hier geht es nur um Ausdauer und Beherrschung. Natürlich sollte ein Tank vielleicht ein bisschen mehr Ausdauer haben und vielleicht nicht unbedingt viel Beherrschung. Das ist aber eine Sache, die komplett euch überlassen ist. Wenn ihr der Meinung seid, ich habe genug Ausdauer, ich nehme lieber ein bisschen Beherrschung mit, um ein bisschen Schaden zu machen, dann macht das. Wir werden bei den Modifikationen spätestens drauf kommen, dass das durchaus Sinn macht, ein bisschen mehr Angriffskraft oder Power im Englischen zu nehmen als Tank, weil es zu viel Verteidigung gibt. Dann sind wir auch schon bei den Modifikationen. Hier steht jetzt DD und Heiler, die sind alle auch in Rot markiert. Mit Angriffskraft gibt es eben die normalen ohne Buchstaben, dann gibt es die A- und die B-Mods. Das ist bei den Tanks hier unten genau dasselbe. Gibt es die ohne, mit A und mit B. Und da sind sozusagen die Verteilungen hier hinten ein bisschen anders. Ihr seht, dass bei der A ist hier die Ausdauer relativ konstant. Hohe Beherrschung, mittlere Angriffskraft. Hier ist es ungefähr ausgeglichen über alles. Weil hier die Beherrschung ein bisschen steigt und hier unten haben wir es so, dass viel Ausdauer verbaut wird. Die B-Modifikationen sind vielleicht ganz interessant für die Tanks. Da ist viel Ausdauer drauf, allerdings so ein bisschen Angriffskraft und Beherrschung. Klingt ganz interessant. Auch wieder rot markiert, so wie innerhalb des Spiels. Das heißt, DD und Heiler ist eine Empfehlung, muss aber nicht. Ja, ist keine Pflicht. Das Ganze haben wir hier auch mit Verteidigung. Hier steht auch wieder als Hinweis Tank. Gibt es auch wieder die Unlettered, also ohne Buchstaben. Dann gibt es die A und die. Und dann sind wir hier bei den Verbesserungen. Und Verbesserungen gibt es ebenfalls farblich kodiert. Verbesserungen für kritischen Trefferwert. Gibt es drei Stück von Adept, Disziplin, Effizienz, wo sich auch vorne die Werte mal ein bisschen ändern. Und das Ganze gibt es in Schnelligkeit. Die sind dann im Spiel grün. Auch wieder drei Stück. Begabten, Sperrfeuer, Flinkheit. Präzision sind gelb. Initiativ, Sorgfalt und fähig. Schildwert, Bastion, Unbeugsam und Immunität. Und dunkelblau, Bollwerk, Wachsamkeit, Festigkeit. Warum gibt es jetzt drei verschiedene Arten? Naja, keine Ahnung.
Sicher ist eigentlich nur, dass man vielleicht darauf achten sollte, was hier unter GES, unter Gesamt steht. Gesamt ist sozusagen die Summe aus dem Pool, wenn hier die Ausdauer gleich ist, dann ist der Rest egal, deswegen ist Ausdauer hier jetzt nicht mit eingerechnet. Aus diesem Pool hier, sozusagen, wie viel sind das zusammen? Das sind 744 zusammen. Jetzt könnte man überlegen, 744 kriege ich also für Angriffskraft und Kritiktrefferwert. Ich könnte allerdings im selben Slot, für dieselbe Verbesserung, auch 745, 46, 47, ich könnte sogar 751 Punkte kriegen. Statt 744. Das heißt, hier unten kriege ich auch 285 Ausdauer, kriege aber wesentlich mehr Angriffskraft, dafür ein bisschen wenig Crit. Okay, aber der Gesamtpool an Punkten, die ich kriege, ist deutlich höher als hier. Dafür gibt es eben hier diesen Gesamtwert, dass man schauen kann, okay, welche sollte ich davon nehmen? Naja, irgendwie die, die mir am meisten Punkte gibt. Weise, warum sollte ich etwas einbauen, was mir weniger gibt, wenn ich etwas einbauen kann, was mir mehr gibt? Denselben Slot. Hier sehen wir, okay, das sind alles 500, 600er Werte, die bauen wir doch nicht ein, da ist viel zu wenig Punkte drauf und die sind auch alle unter 750, naja, dann bleibe ich hier bei 751, baue ich die beiden ein, entweder oder. So, dann muss ich halt gucken, okay, will ich hier, nehme ich die zwei mehr Angriffskraft mit oder nehme ich zwei mehr Crit mit? Kann man dann austesten, womit man besser spielen kann. Das Ganze gilt auch für Schnelligkeit und für Präzision, auch für Schildwert und auch für Absorption. Ja, 520 Zeilen, reine Liste für Modifikationen, die man verbauen kann. Implantat und Ohrstück dagegen ist ein bisschen kürzer. Ihr erkennt die Farbkodierung, rot für Crit, grün für Schnelligkeit, gelb für Präzision, hellblau für Schildwert, dunkelblau für Absorption. Hier ist ebenfalls wieder alles hinterlegt, hinten ist auch wieder eine Gesamtzahl angegeben, was sich dann am ehesten lohnt. Wobei man hier an der Stelle wirklich mehr darauf achten sollte, was ist hier für eine Verteilung drin. Nur weil hier 2948 steht, heißt es nicht, dass es unbedingt besser ist als diese hier, weil diese gibt zum Beispiel mehr Beherrschung. Mehr Beherrschung vielleicht schöner für euch. Dann sollte man aber auch gucken, was gibt es an Crit etc. Solche Sachen muss man dann im Detail rausschauen und das gilt eben auch für die anderen Listen hier. Relativ kurz, es wird noch kürzer bei den Relikten, nämlich haben wir gar nicht mal so viele. Wieder markiert farblich rot, blau, grün. Hier steht jetzt immer in Anführungszeichen DD Tanks Heiler. Also die meisten Heiler nehmen hier eine von denen mit und viele Tanks auch. Die beiden Tanks, zwei, die man mitnehmen kann, nämlich die beiden hier, Vermeidung und Schildmatrix, kann man mitnehmen. Die Werte sind überall gleich. Die Sache, ob ihr Angriffskraft kriegt oder ob ihr Verteidigung kriegt. Verteidigung braucht man als Tank nur wirklich nicht, davon hat man viel zu viel. Dementsprechend kann man hier ruhig sowas zum Beispiel mitnehmen. Die sind ein bisschen dick markiert. Kann man also gleich rauslehnen. Aha, okay, vernichtende Rache, vorteilhafter Sturm. Das sind eigentlich Sachen, die man mitnimmt. Eventuell noch Fokusvergeltung. Da kriegt man allerdings nur Beherrschung in Angriffskraft. In Anführungszeichen. Hier kriegt man Angriffskraft und Crit. Wesentlich interessant. Und dann haben wir die Aufwertung. Und das ist wahrscheinlich die kleinste Tabelle hier innerhalb dieses Tools. Da sind nur die 74er hinterlegt. Mit den entsprechenden Werten, die sie uns geben. Schnelligkeit, Beherrschung, Absorption, Verteidigung, das sind die es gibt. Und die werden auch entsprechend verwendet für unseren nächsten Bereich. Das ist hier hinten das Grüne. Und das sind die Zielwerte. Und die Zielwerte, sie wirken jetzt im ersten Moment ein bisschen erschlagen. Führe ich euch da ja durch. Wir trennen das Ganze und dafür haben wir bitte ein. Steht hier direkt oben links. Die Idealwerte für die Präzision liegen wie folgt: 1589 Präzision für 10%. Das ist der Standard. Und 638 Präzision für 5%, vorrangig PvP. Wobei, da sei angemerkt, das ist ein Streitpunkt im PvP. Einige sagen ja, 5%, die anderen sagen nein, lass es weg. Wie gesagt, das ist ein Streitpunkt, kann man machen. Im Normalfall, im PvE, nimmt man 10% Präzision mit. Womit hängt das zusammen? Operationsbosse, Flashpoint-Bosse etc. haben im Großen und Ganzen 10% Ausweichchance. 10% Ausweichchance, und das steht übrigens auch vorne bei Abkürzungen hier mit drin, wenn wir da mal auf Präzision gehen. Die meisten Gegner im PvP haben eine Ausweichchance von 10%. Daher müssen die Spieler 110% mitbringen, damit das Delta da draus ist dann 100%. Jeder Schuss immer noch trifft. Haben wir nur 105% bei, abzüglich der 10% Ausweichchance, treffen nur 95% unserer Angriffe. Doof. Das heißt, die 10% hier sind auf jeden Fall Pflicht und die liegen exakt bei 1589. Und dementsprechend müssen wir schauen, wie kommen wir daran. Naja, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. 10% wollen wir erreichen. Wollen wir einen Stim nutzen oder nicht? Wenn wir einen Stim nutzen, dann brauchen wir eine 74er Aufwertung, eine Verbesserung Initiativ R4,
eine Verbesserung R15 und eine Verbesserung R19 und wir kommen auf genau 1589 und 10%. Hier hinten übrigens, seht ihr hier oben jetzt gerade, ist die Berechnungsformel hinterlegt. Das heißt, diese Berechnung hier findet live statt. Wenn ich also hier vorne mal zwei Aufwertungen eingebe, dann sehen wir, okay, das sind plötzlich 10,5%. Ist zu viel. Das ist ein halbes Prozent zu viel. Das ist ein halbes Prozent verschwendet. Das sind also hier fast über 100 Punkte. 114, glaube ich, sind das, wenn man hier mal reinguckt. Ne, 108. 108 Punkte, die wir verschwendet haben, die wir nämlich auch genauso gut in Crit oder Schnelligkeit setzen können. Und wenn ich in nur 0 eingebe, sind wir nur bei 9,48. Das heißt, wir wären irgendwo bei 99% Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist zu wenig. Das heißt, wir nehmen 1 und wir sehen exakt 10%. Hier oben haben wir das Ganze, wenn wir ohne Stim arbeiten wollen. Wenn wir sagen, ja, wir nehmen lieber einen Beherrschung oder einen kritischen, also einen Stim mit, der uns kritischen Trefferwert gibt. Nein, dann brauchen wir drei Aufwertungen. Eine zweimal die R1 hier, steht die Anzahl hinter. Und einmal die Initiative 14. Und dann kommen wir auch auf 1589. Hier unten bei den 5% sehen wir dann, okay, hier sind wir ein bisschen drüber über den 5%. Da geht es halt einfach nicht präziser. Die 638 treffen wir nicht. Das ist das nächste, wo wir rankommen. Wenn wir einen Stim verwenden, müssen wir das Ganze so machen. Sind halt 0,9%. Dann kommt der schwarze Strich und dann kommt die Schnelligkeit. Was ist das Problem mit der Schnelligkeit? Hier stehen jetzt ein paar Sachen drin. 7,143% Schnelligkeit für 1,4 Sekunden Global Cooldown, GCD. Und 15,385 Schnelligkeit für 1,3 Sekunden GCD. Was hat es mit der Schnelligkeit auf sich? Das ist auch eine Sache, die ich auch gerne nochmal kläre. Schnelligkeit ist eigentlich eine sehr wichtige Sache. Ist also ein Tertiärwert, der unseren Global Cooldown, also unsere globale Abklingzeit, steht hier oben auch mit drin, also die Zeit, die vergehen muss, bis eine neue Fähigkeit eingesetzt werden kann. Im Standard ist die 1,5 Sekunden lang. Wenn wir jetzt Schnelligkeit verbauen, können wir diesen Global Cooldown reduzieren, wodurch wir schneller Fähigkeiten hintereinander einsetzen können und diese auch schneller ausführen. Das ist eine wunderbare Sache, weil wenn wir schneller Fähigkeiten ausführen können, können wir mehr Schaden machen oder mehr heilen. Jetzt können wir unsere Schnelligkeit, ja, wie wir hier hinten sehen, einstellen, wie wir wollen. Das sind ja absolut krumme Zahlen hier. Wir können da 15 Aufwertungen nur mit Schnelligkeit nehmen. 14. Und wir können, 7 Verbesserungen nehmen nur mit Schnelligkeit. Dann haben wir super viel Schnelligkeit. Wird uns aber nicht viel bringen. Weil SWTOR verrechnet die Schnelligkeit, und das steht hier auch drin, in ganzzahligen 0,1 Sekundenschritten. Und das wird immer aufgerundet. Das heißt, wenn wir jetzt, unsere Zielwerte sagen uns ja, was wir brauchen, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht 1213 Schnelligkeit haben, sondern zum Beispiel nur 1200, dann haben wir 1,41 Sekunden Global Cooldown. 1,41 heißt für das Spiel aber 1,5. Erst bei 1,40 sagt das Spiel ja, 1,4. Bei 1,39 sind es auch 1,4. Erst bei exakt 1,3 wären es wirklich 1,3. Das heißt, wir kriegen diesen Bonus erst, wenn wir den tatsächlichen Schwellwert erreicht haben. Und der Schwellwert liegt eben bei 7,143% oder bei 15,385%. Das heißt, wenn wir 15,3% haben, sind wir bei 1,4 Sekunden. Wir haben viel Schnelligkeit verbaut, haben aber diese 1,3 Sekunden nicht. Wenn man jetzt ein bisschen zu viel nimmt, ist es okay. Wenn man viel zu viel nimmt, ist es also verschwendet. Wenn man nur 1,4 Sekunden haben möchte, also diese 7% hier, müsste man auf, und das ist eine Zahl, die kann man sich merken, weil die ist, taucht überall wieder auf, die werden wir auch gleich nochmal sehen in den Quick Guides, die 1213. 1213 Schnelligkeit. Das ist eine Flinkheit R6, eine Flinkheit R15 und eine Flinkheit R19. Die drei verbaut ihr, ihr habt 1213 Schnelligkeit, ihr habt exakt 1,3 Sekunden Global, 1,4 Sekunden Global Cooldown, fertig. Wenn ihr jetzt sagt, ich würde hier aber eine andere nehmen, zum Beispiel hier statt der R6 eben, was ist das, Flinkheit R14, da haben wir jetzt weniger. Dann sind es 7,06. Dann sagt euch das Spiel, nee, du hast 1,5 Sekunden, weil es rechnet ganzzahlig und rundet auf, immer. Es hat Runden nicht verstanden. Deswegen ist hier die Warnung rausgegeben, nehmt die Werte, die hier drin stehen. Wir nehmen hier wieder die R6 rein, damit stimmt das dann wieder. Ihr seht, hier unten sind die Prozentzahlen ein bisschen höher. Und hier vorne steht was anderes drin. Es gibt sowieso hier drei Kategorien. Wie hängt das zusammen? Blitzschlaghexer bzw. Telekinese-Gelehrter. Es ist eine Klasse für sich. Die kriegen einen Buff,
der Blitzschlaghexer und der Telekinese-Gelehrte, die kriegen einen Buff, dass sie von Natur aus 5% Schnelligkeit kriegen. Super. Das heißt, wir nehmen noch eine R20 mit und haben die 7,5%. Das reicht. Das passt. Super. Warum nehmen wir jetzt die R20 und nicht eine, die weniger Punkte hat? Naja, weil die R20 den größten Pool hat. Das heißt, die gibt uns zusätzlich zu der Schnelligkeit eben noch Angriffskraft. Und zwar am meisten. Deswegen nehmen wir sie mit. Genauso hier, auch eine R20 verbaut, sind wir hier bei 713, weil wir haben hier beim Arsenal-Söldner bzw. Artilleriskommando und beim Blutbad-Marodeur bzw. Konzentrationsmächter haben wir von Natur aus 3% Schnelligkeit. Dann nehmen wir noch hier drei Aufwertungen mit und eine R20 und wir sind bei 713, haben wir also auch drin. Aber 713 plus die 3%, die wir haben, sind wir auch bei entsprechend 7,43%. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Dasselbe gilt dann natürlich für 1,3 Sekunden hier unten. Der Blitzschlaghexer, der von Natur aus 5% hat, der braucht hier bei weitem nicht so viel wie einer, der keine Bonusprozente hat. Der braucht 3206 Schnelligkeit. Das ist verdammt viel. Das lohnt sich für einen DD kaum noch, weil wir mit so viel Schnelligkeit natürlich auch viel an kritischem Trefferwert verlieren. Und wenn wir kritischen Trefferwert verlieren, wird die Wahrscheinlichkeit, kritische Treffer zu treffen, geringer. Und gleichzeitig werden die kritischen Treffer selber auch geringer. Das heißt, unter Umständen verlieren wir viel zu viel Schaden dafür, dass wir ein bisschen schneller casten können, ein bisschen schneller die Fähigkeiten setzen. Das gleicht sich nicht aus und deswegen muss man da ein Level finden und sagen, nehme ich doch lieber die 12-13 und dafür ein bisschen mehr Crit mit, um am Ende mehr Schaden zu machen. Das heißt, grundsätzlich schaut hier rein, welche Klasse seid ihr? Seid ihr Blitzschlaghexer? Okay, nehmt entweder eine R20 mit oder, was sich natürlich super anbietet, weil ihr nicht viel dafür braucht, nehmt 1895 Schnelligkeiten. Zwei Aufwertungen, eine R3, eine R16, dreimal die R3, einmal die R16, fertig. 1,3 Sekunden, ihr haut die Fähigkeiten hintereinander raus. Dann Arsenal-Söldner natürlich nimmt hier die Mitte, Blutbad-Marodeur genauso, beziehungsweise die entsprechenden Pendants und alle anderen Klassen sagen entweder letzte Zeile, entweder 12, 13 oder 32. 32,06 maximal noch für die Heiler und das ist Geschmack. Gibt es aber eine Besonderheit und zwar wurde ja mal vor einiger Zeit das Eroberungssystem überarbeitet, die Gilden ein bisschen angepasst, es gab Gildenvorteile plötzlich und es gibt Setboni für die Gildenvorteile. Wenn man also verschiedene Vorteile aktiv hat, die von ein und demselben Typ sind, dann kriegt man den sogenannten Eifer-Set-Bonus. Eifer-Set-Bonus gibt uns glatt 5% Schnelligkeit. Das heißt, wir sind praktisch ein Blitzschlag-Hexer von Natur aus. Dann brauchen wir natürlich auch bloß noch 1895 Schnelligkeit. Das ist ja super. Nehmen wir sofort mit. Dementsprechend brauchen wir auch bloß noch hier unten diese dreimal die R3, einmal die R16 und entsprechend zwei Aufwertungen. Und wir sind bei 1895, haben ebenfalls die 1,3 Sekunden. Der Hexer, der Blitzschlag-Hexer braucht natürlich noch weniger, weil er kriegt von Natur aus 5%. Und er kriegt die 5% jetzt direkt aus dem Gildenvorteil. Das heißt, er hat schon 10%. Er muss jetzt bloß noch gucken, wo kriegt er noch 5% her. Naja, die findet man nur auch noch irgendwo. Ne? Also ein paar Aufwertungen und zwei Verbesserungen und gut ist. Das heißt, im Großen und Ganzen, Schnelligkeit und Präzision sind die beiden wichtigsten Werte. Für DDs Präzision, für alle anderen erstmal Schnelligkeit. Also für Tanks nicht. Tanks sind so ein bisschen außen vor, die sind was Besonderes. Aber für Heiler und für DDs Präzision und Schnelligkeit. Präzision, weil ohne Präzision treffen unsere Angriffe nicht, ohne dass unsere Angriffe treffen, verfehlen wir unsere Hauptaufgabe als DD. Wenn unsere Angriffe als Damage-Dealer, als Schadensmacher nicht treffen, dann erfüllen wir unsere Aufgabe nicht. Und das ist, Ende gesagt, doof. Schnelligkeit ist in dem Sinne wichtig, weil wir sogenannte Schwellwerte haben. Bleiben wir knapp drunter, haben wir keinen Vorteil aus der Schnelligkeit. Sind wir zu weit drüber, bringt uns das auch keinen Vorteil. Das heißt, punktgenau die Schnelligkeitswerte treffen, ist das Beste, was wir machen können. Gut, das soll es damit gewesen sein. Und dann kommen wir im Endeffekt zur letzten Seite, aktuell zur letzten Seite. Und das ist eine Liste, wer hätte es gedacht. Eine Liste. Eine Liste, die alles enthält, erstmal, was man zu den Klassen wissen muss zum Thema Ausrüstung. Also wir haben die erweiterten Klassen, wir haben die Disziplin, wir haben eine Klassifizierung, was das für eine Klasse ist. Wir haben die Set-Boni, wir haben den Taktikgegenstand, wir haben Verstärker als Empfehlung, wir haben Zielpräzision, wir haben die drei Zielwerte, die es sonst noch gibt. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Juggernaut, Vergeltung oder Hüter, Wachsamkeit. Das ist ein Nahkampf-DD mit einer Dot-Skillung. Dot kann man vorne nachgucken, Damage over Time, das heißt, das ist eine Sache, die über Zeit aktiv wird.
Furchtloser Abstieg ist der Setbonus, den wir mitnehmen. Als Sechser plus einmal verstärkter Streiter, weil der verstärkte Streiter gibt uns einen zusätzlichen Verstärker. Und den wir nehmen wollen, wir natürlich mitnehmen. Taktikgegenstand sind hier zwei eingetragen. Sehr interessant. Schauen wir mal, was das wird. Als Verstärker wird Rüstungsdurchschlag empfohlen. Zielpräzision, logischerweise, 1589. Wir haben eben ganze Zeit drüber gesprochen. Da steht hier nur 1589 drin, nichts anderes. Mehr oder weniger gibt es nicht. Punkt, aus Ende. 12, 13 Schnelligkeit. Okay. Und den Rest den kritischen Trefferwert. Damit ist alles gesagt, was man machen sollte. 12, 13 Schnelligkeit kann man bauen. Wie das Ganze funktioniert, steht hier. Da, 12, 13 soll man erfahren. Eine R19, eine R15, eine R6 und 0 Aufwertung. Also, nehmen wir mit. Und dann steht hier, Zielwert 3 gibt es nicht, okay. Und dann steht hier Kommentare, Bluterhieb, also das ist das obere, der obere Taktikgegenstand, für Single-Target und in Stücke gerissen für AOE. Das heißt, wenn wir einen Kampf haben mit vielen Adds, mit vielen Gegnern, dann nehmen wir in Stücke gerissen mit. Wenn wir nur einen Gegner haben, nehmen wir Bluterhieb mit. Fertig. Steht alles da, was man wissen muss. Wie die Rotation aussieht, kommt in Zukunft. Und so könnt ihr im Endeffekt hier durchgehen. Schaut euch das an. Hier zum Beispiel Giftigkeit. Fernkampf.de. Dort etablierte Verschanzung ist der Setbonus, den wir mitnehmen. Das kann man hier oben sehr gut noch sehen. Schwäche ausnutzen oder Luftübertragung. Hier hinten steht wieder Schwäche ausnutzen für Single-Target, Luftübertragung für AOE. Fertig. Regelmäßige Intensität ist der Verstärker, den wir haben wollen. 1589 die Präzision. Wer jetzt gedacht? 1213 Schnelligkeit oder 3206 steht hier drin. Sehr interessant. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch gelesen, gibt einen Scharfschützen, der hat 3206 Schnelligkeit mit. Er hat ein bisschen weniger Crit damit, okay. Aber mit der Schnelligkeit ticken natürlich die Dots auch ein bisschen schneller und der kommt damit wunderbar zurecht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, würde ich aber gerne, deswegen bastel ich momentan dran. Der Rest soll entsprechend in Crit dann rein. Da kann man sich das also aussuchen, was man machen möchte. Schauen wir uns doch mal einen Tank an. Der Attentäter hier oben zum Beispiel. Wo ist er denn? Da. Dunkelheit oder Kinetikkampf beim Schatten. Tank mit leichter Rüstung. Ganz wichtig, nur leichte Rüstung. Vielleicht sollten wir da ein bisschen mehr auf Verteidigungswerte gehen. Effiziente Beseitigung ist das Set, was wir mitnehmen. Zwei Umhänge oder Freundschaft der Macht kann man hier mitnehmen. Dann steht hier was von Rüstungsdurchschlag und Auralresistenz. Kann man also entweder ein bisschen auf Schaden gehen oder ein bisschen auf Verteidigung. Keine Präzision. Tanks kriegen für automatisch Präzision. Braucht man nicht mitnehmen. Dann als Zielwert 52% Schildwert. Wie viel ist das? Naja, musst du halt sehen. Ne? Es sind irgendwie 3000. Knapp 3000. Und den Rest in Absorption. Alles klar. Weil hinzu kommt nämlich der dunkle Schutz. Und der dunkle Schutz gibt 18% Schildwert. Dann sind wir bei 70% Schildwert. Das heißt, 70% gehen ins Schild rein. Klasse. 70% der Angriffe, nicht 70% des reinkommenden Schadens. Ganz wichtig. 3000 Verteidigung, mehr sollte man nicht haben. Und dann eher auf 4000 Angriffskraft gehen. Warum das Ganze? Verteidigung ist ein schwieriges Ding. Gucken wir doch einfach mal weiter. Hier oben gibt es diese Stat-Formulas. So, und da suchen wir uns hier mal Defense raus. Und wenn wir uns hier mal die erste Ableitung davon anschauen und das Ganze können wir hier auch entsprechend nochmal neu aufmachen, dann sehen wir, das ist eine fallende Kurve. Und hier unten steht, bei 2400 Verteidigung gibt uns ein Punkt Verteidigung 0,00017% Verteidigungschance. Das heißt, wenn wir hier irgendwo bei 3000 Verteidigung sind oder was das Spiel uns empfiehlt, 5000, 6000 Verteidigung, ab 2400 bringt das nichts mehr. Also eine Modifikation, wo dann weiß ich zum Beispiel 400 oder 500 Verteidigung drauf sind, die geben uns noch nicht mal 1% Verteidigungschance. Verteidigung ist ein Wert, der komplett inflationär gehandelt wird. Überall ist Verteidigung drauf, brauchen tut es keiner. Wesentlich wichtiger ist, und genauso ist es hier niedergeschrieben, Tödlichkeitsmodifikationen zum Beispiel verwenden, um Verteidigung niedrig zu halten. Weil die Tödlichkeitsmodifikation, vielleicht die B, wo mehr Ausdauer drauf ist, gibt uns Angriffskraft, womit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Wir kriegen Ausdauer und die Verteidigung brauchen wir nicht. Weil die ist einfach nur für einen Schrott. Guckt euch, wie gesagt, dieses Ding hier hinten an. Hier hinten, da kriegt man kaum noch was. Ne? Hier vorne kriegst du für jeden Punkt, kriegst du hier einige Prozentpunkte. Hier hinten kriegst du nichts mehr. Dementsprechend wichtig, da auf die Verteidigung Acht zu geben und nicht mit 10.000 Verteidigung rumzulaufen. Hier habe ich auch nochmal das Bild, gleiche Bild von der Schnelligkeit. Und da sieht man hier genau diese Werte, die wir uns oben angeschaut haben. Das heißt, hier ist die 12.13 und die 32.06 zum Beispiel hinterlegt. Auch hier die 18.95, da hatten wir drüber gesprochen. Und da sieht man auch, warum man nicht noch eine Stufe geht. Weil hier oben gibt es ein Stat-Cap, höher geht nicht. Das heißt, das ist das Maximum, was man machen kann. Und wenn man jetzt diese
diese Abstände, die wir hier haben und hier haben, nochmal oben drüber legen. Dann sehen wir, müssten wir irgendwo hier landen. Das schafft man schon kaum noch. So viel Schnelligkeit kannst du gar nicht mitnehmen, dass du auf 1,2 Sekunden runtergehst. Das heißt, 1,3 ist schon die Grenze und das sollte man auch wirklich nur machen, wenn man entweder Hexer ist, weil man passiv 5% kriegt. Man kann das auch mit passiv 3% machen hier oben. Wenn man diese 5% aus dem Gildenbonus kriegt, dann kann man auf jeden Fall hier hingehen auf die 1895, das geht noch. Ja. Und so kann man im Endeffekt diese Sache hier schön zeilenweise durchlesen. Hinten steht immer noch ein Tipp mit drin, wie man das Ganze umsetzen kann. Hier steht zum Beispiel auch drin, beim Korruptionshexer oder Sehergelehrten, Erquickten Mystiker, da steht aber hinten drin, Achtung, es wird zum Teil empfohlen, nur den Viererbonus des Erquickten Mystikers zu nutzen und zusätzlich dreimal verstärkter Streiter. Ausprobieren. Klar, das ist eine Sache, mag man das, kommt man damit zurecht. Der 6er-Set-Bonus ist vielleicht nicht eine Sache, die unbedingt zwingend notwendig ist, sondern naja, toll, aber ganz ehrlich, ich nehme lieber drei Verstärker mit. Kann natürlich sein, das würde ich austesten. Das heißt, manche schreiben, nimm den Viererbonus nur mit, andere sagen, nimm halt den Sechserbonus, wen interessiert. Gut, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ja, das ist im Endeffekt das, was wir bis jetzt gemacht haben in den letzten anderthalb, knapp zwei Monaten. Und das Ganze ist jetzt mit diesem Video öffentlich. Das ist ein relativ langes Video geworden jetzt, weil ich natürlich das gesamte Teil erkläre. Lasst Feedback gerne da. Ich habe ein paar Rechtschreibfehler jetzt schon gefunden. Einen habe ich direkt vor mir, den werde ich direkt ausbessern. Lasst gerne Feedback da in allen Richtungen, was wir verbessern können, was wir hinzufügen sollen. Denkt dran, Rotation, Fähigkeiten, Utility-Punkte, das Ganze kommt auf jeden Fall noch. Und das wird allerdings natürlich ein bisschen dauern, bis wir das für 3x8 für 24 Disziplinen entsprechend durchgearbeitet haben. Es wird nach und nach wahrscheinlich zum Release kommen. Es gibt ab und zu mal ein Video dazu von meiner Seite, sodass ihr wisst, okay, wo stehen wir aktuell? Natürlich, was verändert sich? Das wird natürlich auch immer bekannt gegeben. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bedenkt meine Worte, lest euch das genau durch. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, viel Spaß damit zu arbeiten, das Gear zu sammeln und damit entsprechend dann hoffentlich auch guten Schaden, gute Heilung oder eben zu verursachen oder eben lange zu überleben, weil man die richtigen Werte mitgenommen hat. Denn das ist schon mal die halbe Miete und die andere halbe Miete sind die Fähigkeiten und dazu kommen wir, wie gesagt, noch. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen und verabschiede mich hiermit und mein Name ist Theodolor. Ich bin raus. Wir sehen uns.